Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein beim politischen Aschermittwoch in Passau. Ich muss wirklich sagen, dass das eine meiner Lieblingsveranstaltungen hier ist im Jahr. Auch wenn ich sagen muss, dass das mit dem Weißbier am Morgen ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist für meinen hessischen Magen. Aber ich bin sehr, sehr gerne hier und finde es großartig, dass ihr diese Veranstaltung macht, dass wir Passau am Aschermittwoch nicht den Herren von der CSU überlassen, liebe Genossinnen und Genossen. Bei der CSU hat man ja auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts noch so seine Schwierigkeiten damit, Frauen als gleichberechtigt anzusehen. Ein Problem, das die CSU ja nicht nur am Aschermittwoch hat. Und es ist natürlich klar, wenn man solche Leute hat wie Andi Scheuer, Markus Söder, Manfred Weber, wenn man die als Redner hat, da fällt es natürlich schon schwer, sich zu entscheiden, auf wen man von denen am liebsten verzichten würde. Und gerade, das muss man natürlich sagen, gerade Andreas Scheuer und Markus Söder liefern sich ja ein solches Kopf-an-Kopf-Rennen im Niveau-Limbo, dass ich zugebe, da können nicht viele Frauen mithalten. Auch in Bayern, liebe Genossinnen und Genossen, Eva hat das bereits gemacht, sollte man ja daran erinnern, dass nicht immer die CSU an der Macht war, auch wenn es für einige kaum vorstellbar ist. Und in diesem Jahr jährt sich die Ausrufung der Bayerischen Räterepublik zum 100. Mal. Einige Monate vorher ist der König gestürzt worden und der Sozialist Kurt Eisner rief den Freistaat Bayern aus und wurde erster bayerischer Ministerpräsident. Ich finde, da macht die Bezeichnung Freistaat, da machte sie noch richtig Sinn, liebe Genossinnen und Genossen. Und als man in Bayern, als die Landesregierung in Bayern im letzten Jahr das 100. Bestehen des Freistaates Bayern gefeiert hat, hat es doch Ministerpräsident Söder doch tatsächlich geschafft, den Namen des Gründers mit keinem Wort zu erwähnen. Bis heute gibt es kein angemessenes Gedenken an den Sozialisten, an den Kriegsgegner Kurt Eisner in Bayern. Und das, finde ich, wird seinem Leben und wird seinem Wirken in Bayern überhaupt nicht gerecht. Heute vor 100 Jahren wehte also der Hauch der Revolution durch Bayern. Nun muss man sagen, war Passau damals jetzt nicht gerade der Hort des Fortschritts hier, überdauerte die Räterepublik nur ganze 8 Tage, aber immerhin. Prägende bayerische Politiker waren Kurt Eisner, Erich Mühsam, Max Lewin. Es wurde über die Sozialisierung der Großindustrie und den Ausbau der Demokratie debattiert. Wichtige Errungenschaften waren der 8-Stunden-Tag, das Frauenwahlrecht, die Trennung von Kirche und Staat. Und 100 Jahre später sind die führenden bayerischen Politiker Seehofer, Söder und Scheuer und die Impulse der CSU heißen Polizei, Aufgabengesetz, Obergrenze und Kruzifix in Behörden. Ich finde, das hat Bayern wirklich nicht verdient, liebe Genossinnen und Genossen. Und nun gab es ja letztes Jahr eine Umfrage in Bayern, in der die Menschen nach dem größten Problem in Bayern gefragt wurden. Als eine offene Frage ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten. Und die meisten Befragten sagten, das größte Problem in Bayern ist die CSU. Also das sollte man sich doch mal zu denken geben. Darüber sollte doch selbst die CSU, die sich ja normalerweise nicht durch Realitäten in ihrem Weltbild erschüttern lässt, aber darüber sollte doch auch die CSU mal nachdenken, wenn die meisten Menschen sagen, das ist das größte Problem, noch vor allen anderen Problemen, die sonst genannt wurde. Und nun spielt sich ja die CSU immer gerne als Law-and-Order-Partei auf. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, es gibt Gesetze, da liegt der CSU die Einhaltung nicht ganz so sehr am Herzen wie bei anderen. Klar, wenn jemand ein Formular falsch ausfüllt, wenn jemand seine Papiere auf der Flucht verloren hat,
ist das natürlich für die CSU ein Identitätsverweigerer und gehört selbstredend abgeschoben. Wenn aber die Autoindustrie betrügt und gesetzliche Grenzwerte bei den Schadstoffen nicht einhält, dann ist natürlich das Gesetz das Problem und dann soll das Gesetz weg. Und ich glaube, man muss der CSU mal erklären, dass Rechtsstaat nicht bedeutet, dass der Staat rechts ist, sondern es bedeutet, dass eben auch die Automobilindustrie an Recht und Gesetz gebunden ist, liebe Genossinnen und Genossen. Aber die haben mit Andreas Scheuer ja ihren besten Lobbyisten an der Spitze des Verkehrsministeriums. Und wenn die CSU dann immer sagt, dass ihnen die Sicherheit so sehr, der Sicherheit der Menschen so sehr am Herzen liegt und dass sie das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger schützen wollen, dann finde ich, könnte die CSU und Andreas Scheuer ja mal ihren Widerstand gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen aufgeben, weil das würde sehr viel mehr Menschenleben retten als alle Überwachungsgesetze in diesem Land zusammen. Und es wäre nebenbei auch noch ein Beitrag zum Klimaschutz. Aber man hat ja den Eindruck, wenn die CSU von der Bewahrung der Schöpfung redet, meint sie in erster Linie die Wertschöpfung. So verhält sie sich zumindest. Weil gerade die CSU, Partner und Hand in Hand mit der FDP, tun ja alles, um die Energiewende auszubremsen, um den Kohleausstieg zu verzögern und immer mit dem Argument, wir müssen ja die Konzerne und wir müssen ja die Eigentümer und das Eigentum schützen. Man muss CSU und FDP wohl mal erklären, dass wenn der Klimawandel immer weiter voranschreitet und wenn der Meeresspiegel steigt, dass dann auch das Eigentum wegschwimmt. Also das, was man unbedingt schützen will, ist dann auch weg, wenn der Klimawandel nicht aufgehalten wird. Das Eigentum, das Ihnen so sehr am Herzen liegt. Wenn der Klimawandel voranschreitet, dann schwimmt man buchstäblich in seinem Geld. Aber davon hat man dann nichts mehr, weil der Klimawandel auch das Eigentum bedroht, liebe Genossinnen und Genossen. Aber im Gegensatz zu denen haben viele Schülerinnen und Schüler genau das begriffen, die auf die Straße gehen und im Rahmen der Aktion Fridays for Future für den Klimaschutz demonstrieren. Wir unterstützen diese Proteste und ich finde, hier sollte man mal über Generationengerechtigkeit reden, statt die Schülerinnen und Schüler an ihre Schulpflicht zu erinnern. Unseren Kindern und Kindeskindern sollten wir doch keine schwarze Null vererben, sondern wir sollten ihnen einen bewohnbaren Planeten vererben. Das ist doch die Verantwortung, die wir heute haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und wer das Klima schützen will, der muss eben auch bereit sein, sich mit den Interessen der Kohle- und der Automobilindustrie anzulegen. Wer eine Energiewende und eine Verkehrswende durchsetzen will, der muss bereit sein, auch in eine Konfrontation zu gehen. An der Stelle herzliche Grüße an die Aktiven im Hambacher Forst, die sich den Plänen von RWE so großartig in den Weg gestellt haben. Und da hilft es eben nicht, hier ein paar marktwirtschaftliche Anreize und hier ein bisschen auf Freiwilligkeit zu setzen und zu hoffen, dass der Markt es schon irgendwie regeln wird, den Kapitalismus irgendwie grüner zu machen. Naomi Klein hat gesagt, wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Wollen wir das Klima retten oder wollen wir den Kapitalismus behalten? Und ich sage ganz klar, wir sind für Ersteres. Wir wollen das Klima retten und dafür muss man dieses Wirtschaftssystem auch in Frage stellen, liebe Genossinnen und Genossen. So, jetzt haben wir ja gerade Situation, dass die SPD den Fuß so vorsichtig ausstreckt und noch überlegt, ob sie einen Trippelschritt macht, weg von den Harzgesetzen. Und kaum hat sie das getan, hört man aus CDU und CSU, das ginge alles gar nicht, weil das Leistungsprinzip sei in Gefahr. Das Leistungsprinzip. Also ich sag mal so, würde in diesem Land tatsächlich eine Leistung bezahlt, dann könnten wir hier einen Klingelbeutel rumgehen lassen für Seehofer, Scheuer, von der Leyen, Knöckner, Spahn und wie sie alle heißen, liebe Genossinnen und Genossen.
Leistung müsse sich lohnen. Und da frage ich mich, wie klingt denn das eigentlich in den Ohren von 8 Millionen Menschen in Deutschland, die zu Niedriglöhnen arbeiten, die jeden Morgen aufstehen, die Leistungen bringen und die von ihrer Arbeit nicht leben können? Wie klingt das in den Ohren von Menschen, die Vollzeit arbeiten und trotzdem aufstocken müssen? Wie klingt das in den Ohren von Pflegekräften, von Reinigungskräften, von Verkäuferinnen, die den ganzen Tag arbeiten und trotzdem nicht über die Runden kommen? Wenn in einigen Städten jedes dritte Kind in Armut lebt, wenn Menschen den ganzen Tag arbeiten, aber am Ende des Monats ihren Kindern erklären müssen, dass ein Kinobesuch, ein Schulausflug oder auch ein Eis einfach nicht drin ist. Und wenn Menschen im Alter gezwungen sind, Flaschen zu sammeln, weil ihre Rente nicht reicht. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, dann sind das Zustände, mit denen wird sich die Linke niemals abfinden in diesem reichen Land. Die Union redet gern von Leistung, aber mit ihrer Weigerung, die Erbschaftssteuer zu reformieren oder die Vermögensteuer wieder einzuführen, ist die CDU doch die Schutzpatronin des leistungslosen Wohlstand. Sie schützt den leistungslosen Wohlstand, weil was ist denn daran eine Leistung, wenn man ein hohes Vermögen geerbt hat? Oder was ist daran eine Leistung, wenn man ein Unternehmen geerbt hat oder von seinen Dividenden leben kann? Das ist doch keine Leistung. Und wer solchen leistungslosen Wohlstand schützt, der sollte aufhören, davon zu reden, dass Leistung sich in diesem Land lohnen müsse, weil hier viele Menschen viel leisten und trotzdem nicht davon leben können. Und natürlich brauchen wir eine Grundrente. Und zwar eine, die zum Leben reicht. Und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Weil vielleicht sollte man darauf hinweisen, Renten sind keine Almosen. Für Renten haben Menschen gearbeitet. Und deswegen brauchen wir eine Mindestrente, die vor Armut schützt. Und an der Stelle sage ich auch ganz klar, müssen wir natürlich auch über die Rente ab 67 reden. Weil das ist eine Rentenkürzung für alle die Menschen, die hart arbeiten und das nicht bis 67 können. Für sie ist das eine Rentenkürzung. Und deshalb brauchen wir eine Abschaffung der Rente ab 67. Wir brauchen eine Mindestrente, weil niemand in diesem Land im Alter in Armut leben darf. Das ist eine Schande für ein so reiches Land wie Deutschland. Und was die SPD gerade beklagt, das muss man natürlich auch sagen, das ist die Folge der eigenen Politik. Die Fehlentwicklungen wie Niedriglöhne, prekäre Beschäftigung, Befristungen, ja, das sind doch keine Entwicklungen, die vom Himmel gefallen sind. Das ist die Folge falscher politischer Entscheidungen. Und wer über solche Zustände am Arbeitsmarkt redet, der darf natürlich über die Agenda 2010 und die Gesetze Hartz I bis IV und die gesamte Deregulierung des Arbeitsmarktes nicht schweigen. Weil die prekäre Beschäftigung und die Niedriglöhne sind ja kein Kollateralschaden der Agenda 2010, sondern das war integraler Bestandteil, das war die Zielsetzung. Wir wollen einen Niedriglohnsektor schaffen, hat Gerhard Schröder damals gesagt. Den haben wir jetzt, und zwar einen der größten in Europa. Jetzt gibt es zwar mehr Jobs, wie man sich immer freut, aber es gibt eben auch Leute, die haben davon gleich 2 oder 3 Jobs, weil sie sich das Leben von einem überhaupt nicht mehr leisten können. Wir haben immer mehr Menschen, die von Arbeit nicht mehr leben können. Hartz I, die Ausweitung der Leiharbeit. Hartz IV, das alles hat eine Rutschbahn der Löhne in Gang gesetzt, eine Erosion der Tarifverträge und die Kampfkraft der Gewerkschaften geschwächt. Und deswegen sagen wir ganz deutlich, die Hartz-Gesetze, die haben keinen Fehler. Die sind ein Fehler und deshalb müssen sie auch abgeschafft werden. Und da reichen keine kosmetischen Korrekturen. Und da muss man die SPD jetzt schon mal fragen, wollen sie Hartz IV einfach in Bürgergeld umbenennen? Was ist denn mit den Sanktionen? Und wir sind da ganz klar, natürlich müssen die Sanktionen abgeschafft werden. Es ist eine Drangsalierung von Erwerbslosen. Existenzminimum heißt Existenzminimum, weil man das niemandem kürzen darf. Und weil es nicht richtig ist, Menschen Geld zu kürzen und sie mit ihren Kindern kaum noch über die Runden kommen und am Ende ihre Wohnung verlieren. Deswegen, diese Sanktionen müssen abgeschafft werden, liebe Genossinnen und Genossen. Was ist denn mit den Zumutbarkeitskriterien?
die Zumutbarkeitskriterien, die die Menschen zwingt, jede Arbeit anzunehmen. Will die SPD daran? Möchte die SPD das ändern? Was ist denn mit den Regelsätzen? Da wir haben konkrete Vorschläge gemacht. Möchte die SPD das verändern? Und ich finde wichtig zu sagen, bei Hartz IV geht es nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Würde. Weil es Menschen die Würde nimmt, wenn Ermittler bei ihnen zu Hause rumschnüffeln und sie als vermeintliche Hartz-IV-Betrüger da irgendwie überführen wollen. Es nimmt Menschen die Würde. Und diesen Menschen wollen wir die Würde wiedergeben. Einen solchen behördlichen Einsatz, ein solches Engagement, der zur Gängelung von Erwerbslosen an den Tag gelegt hat, das würde ich mir mal wünschen, wenn es um den Kampf gegen Steuerhinterziehung geht. Das wäre mal ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit und an der Stelle wäre auch deutlich mehr zu holen als bei den Hartz-IV-Beziehern. Aber auch hier gilt, bei der Law-and-Order-Partei CSU hatte ich jetzt letztes Jahr gesehen, also wenn man ein vorbestrafter Steuerhinterzieher ist, ist man bei der Law-and-Order-Partei CSU als Wahlkämpfer immer noch herzlich willkommen. Also wenn man Uli Hoeneß heißt, habe ich gesehen. Also auch hier zeigt sich wieder, es gibt Gesetze, die liegen der CSU sehr viel näher am Herzen als andere. Also es ist ein sehr ausgewähltes Law-and-Order-Verständnis, das die CSU hier an den Tag legt, liebe Genossinnen und Genossen. Und nun ist es so, dass die SPD seit in den letzten 13 Jahren 9 Jahre mit der Union regiert. Und deswegen habe ich auch so eine Ahnung, was mit den ganzen Ideen, die die SPD jetzt tagtäglich ausbreitet, was mit diesen Ideen wieder passieren wird. Zur Grundrente, zur Reform von Hartz IV. Und ich finde, man hat das ja sehr gut bei der Debatte um den Paragraphen 219a gesehen, was da passiert. Nämlich, dass die SPD zwar eigentlich eine Position hat, zumindest vorgibt, eine Position zu haben, aber am Ende einen Kompromiss macht, der die Situation überhaupt nicht verbessert. Und es ist doch ein Skandal, dass 2019 immer noch Frauenärztinnen vor Gericht gestellt werden, weil sie über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Das ist doch nicht hinzunehmen, liebe Genossinnen und Genossen. Von Käthe Kollwitz stammt die Lithografie aus dem Jahr 1923. Weg mit dem Abtreibungsparagrafen. Und diese Forderung ist auch fast 100 Jahre später noch aktuell. Und unsere Solidarität gilt Frauen wie Christina Hähnel und allen Aktiven, die für die Rechte von Frauen kämpfen. Nicht nur am Internationalen Frauentag, sondern jeden Tag, jedes Jahr kämpfen wir um die Rechte von Frauen und wir unterstützen die aktiven Frauen dabei, liebe Genossinnen und Genossen. Nun wird ja immer gesagt, das Problem dieser großen Koalition ist, dass sie sich dauernd streitet. Ich finde, das ist gar nicht das Problem. Ich finde, das Problem ist, worüber diese große Koalition sich streitet. Wenn die sich mal nächtelang im Kanzleramt da irgendwie verzogen hätten, um sich die Köpfe heiß zu diskutieren, was man gegen Kinderarmut macht und gegen den Pflegenotstand und gegen den Wohnungsmangel. Aber nein, diese große Koalition diskutiert einen ganzen Sommer darüber, wie man 4 Flüchtlinge davon abhält, die bayerische Grenze zu passieren. Darüber streitet sich diese große Koalition. Und dann haben wir einen Bundesinnenminister, der sich hinstellt und sagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Was für ein ausgemachter Unsinn. Was für ein Unsinn. Damit beleidigt Seehofer nicht nur viele Menschen in diesem Land, sondern er lenkt doch ab von den realen sozialen Problemen, die es in diesem Land gibt. Und er lenkt ab von den Ursachen dieser Probleme. Ja, warum ist denn die Situation auf dem Wohnungsmarkt an vielen Orten so dramatisch? Gerade für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Ja, warum denn? Doch nicht, weil Flüchtlinge gekommen sind, sondern weil die Zahl der Sozialwohnungen sich seit den 90er Jahren halbiert hat. Während Eigentümer ihre Gebäude leer stehen lassen können und einfach verfallen lassen können oder aus Spekulationsgründen leer stehen lassen, werden Hartz-IV-Bezieher zu Umzügen gezwungen, weil ihre Wohnungen 3 Quadratmeter zu groß sind. Und es darf doch nicht sein, dass die einen mit Wohnraum spekulieren und andere kein Dach über dem Kopf haben oder die Miete kaum noch zahlen können. Wohnungen sind ein Zuhause für Menschen und sie sind kein Renditeobjekt, liebe Genossinnen und Genossen. Applaus
Und jetzt haben wir ja auch den Wohnungsbauminister Horst Seehofer. In dieser Funktion tritt er ja selten in Erscheinung. Und er hat jetzt gesagt, was wir machen sollten, und die Bundesregierung hat es beschlossen, man führt jetzt ein Baukindergeld ein. Also man will Wohneigentum fördern. Und ich finde das schon ziemlich zynisch, wenn man den Leuten sagt, ihr könnt euch die hohen Mieten nicht mehr leisten, dann kauft euch doch ein Haus. Das ist die Logik. Als ob sich eine alleinerziehende Mutter, die Mieten in den Innenstädten nicht mehr zahlen kann, wie soll die sich denn Wohneigentum leisten? Das ist doch absurd. Und wir sagen ganz klar, Wohnen ist ein Menschenrecht und die Versorgung von Wohnraum ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Und deshalb ist es richtig, dass in diesem Land auch endlich wieder über die Enteignung von großen Immobilienkonzernen und Wohnungseigentumsunternehmen diskutiert wird. Es gäbe so viele Dinge, über was man diskutieren könnte. Ob das der Ausbau des ÖPNV, den es ja in weiten Teilen des ländlichen Raums gar nicht mehr gibt, ob es um die Frage geht, wie man das barrierefrei hinkriegt, wie man zu einem Nulltarif kommt. Die Frage, dass Bildung nicht abhängig sein darf vom Geldbeutel der Eltern und dass Schulen nicht vor sich hin verrotten sollten, wie das hier passiert. All das sind Themen, über die wir diskutieren müssten. Die Sicherheitsgefahren. Auch hier. Wenn es wirklich der CSU und wenn es der Großen Koalition um die Sicherheit der Menschen ginge, dann lasst uns doch mal darüber reden, welche Gefahren sich ergeben durch den Personalnotstand in den Krankenhäusern, durch die Hygienemängel, dadurch, dass wir eine völlige Überlastung beim Personal haben. Und da will ich euch noch mal herzlich gratulieren dazu, dass ihr über 100.000 Unterschriften gesammelt habt hier in Bayern im Rahmen des Pflegevolksbegehrens. Weil man muss ja ab und zu daran erinnern, die eigentliche Aufgabe von Krankenhäusern war, Menschen gesund zu machen. Die Aufgabe von Krankenhäusern ist nicht, Renditen zu erwirtschaften. Und genau das ist das Problem, dass Krankenhäuser genau darauf ausgerichtet wurden und das geht auf den Rücken der Patienten und auf Rücken des Personals. Dabei kann man ja mit Pflege richtig viel Geld verdienen, vorausgesetzt, man ist keine Pflegekraft. Wenn man ein privater Pflegekonzern ist, kann man damit Milliarden machen. Und genau diese Logik müssen wir durchbrechen. Wir müssen dafür sorgen, dass es verbindliche Personalmindeststandards gibt und dass die Menschen, die in der Pflege arbeiten, ordentlich verdienen und keine Angst haben müssen vor Altersarmut, liebe Freundinnen und Freunde. Und dazu brauchen wir natürlich eine Umverteilung von Vermögen. Und dann wird immer gesagt, wenn die Linke die Vermögensteuer fordert, das sei ja Enteignung. Und da sage ich nein. Nicht die Vermögenssteuer ist Enteignung. Aber die Existenz von Milliardenvermögen in diesem Land, die beruht auf Enteignung. Nämlich der alltäglichen Enteignung der Menschen, die dafür arbeiten. Solidarität ist unteilbar und wir lassen nicht zu, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden, um von der sozialen Schieflage abzulenken. Und genau das wird in den letzten Jahren getan. 49 Menschen verbrachten Weihnachten und Neujahr auf einem Flüchtlingsschiff, weil kein Land der EU bereit war, die Flüchtlinge aufzunehmen. Über 170 Menschen sind in nur einer Woche ertrunken im Mittelmeer. Und nein, das ist kein tragisches Unglück. Das ist die Folge von politischen Entscheidungen. Wer Europa abschottet und zivile Seenotretter an ihrer Arbeit hindert und kriminalisiert, der nimmt bewusst in Kauf, dass immer mehr Menschen sterben, während sich der Bundesinnenminister darüber freut, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Dieses Sterben muss ein Ende haben. Wir wollen nicht, dass das Mittelmeer zum Massengrab wird, weil die EU auf Abschottung statt auf Hilfe setzt. Und das werden wir auch zum Thema machen in diesem Europawahlkampf, weil wir für ein menschliches Europa stehen, das sich nicht abschottet gegen Menschen in Not, liebe Genossinnen und Genossen. Wir diskutieren ernsthaft darüber, ob man Ertrinkende retten darf. Und Seenotretter werden vor Gericht gestellt. Das kann doch nicht sein. Wir sagen ganz klar, Menschen, die auf Seenotrettungsmissionen fahren, denen gehört Dank und Anerkennung. Aber die dürfen doch nicht angeklagt werden dafür, dass sie Menschen retten, liebe Freundinnen und Freunde.
Es gibt auf dieser Welt keine Obergrenze für Leid. Und es kann auch keine für die geben, die vor diesem Leid fliehen. Und an diesem Leid ist Deutschland und ist die Politik Deutschlands eben auch nicht unbeteiligt. Und deshalb sagen wir, wenn man Fluchtursachen bekämpfen will, dann muss man die Politik ändern, aber nicht eine Politik gegen Flüchtlinge machen, die genau vor dieser Weltwirtschaftsordnung, vor diesen Kriegen, an denen der Westen beteiligt ist, die vor denen fliehen. Wir wollen offene Grenzen für Menschen in Not und für uns ist Solidarität unteilbar, liebe Genossinnen und Genossen. Und es gibt in diesem Land viele Menschen, die in Angst leben, vor Abschiebung. In Angst um ihre Familie im Kriegsgebiet. Und gerade die Sammelabschiebung nach Afghanistan, die müssen beendet werden, weil Afghanistan nicht sicher ist und weil man Menschenleben gefährdet. Und an der Stelle will ich sagen, sind wir solidarisch mit Menschen, die sich solidarisieren mit ihren Mitschülern, mit ihren Nachbarn, mit ihren Freunden, mit den Schülerinnen und Schülern in Nürnberg, die vor einiger Zeit versucht haben, die Abschiebung eines Mitschülers zu verhindern. Das ist Solidarität und das unterstützen wir. Das ist das, was die CSU Nächstenliebe nennt, liebe Genossinnen und Genossen. Weil Nächstenliebe reicht eben nicht, am Sonntag darüber zu reden, sondern man muss sie auch leben. Und ich sage deutlich, wer der AfD und den Rechten das Wasser abgraben will, der darf keine rechten Stimmungen schüren, der darf doch nicht deren Forderungen nachkommen, das Asylrecht verschärfen und deren Slogans und Parolen übernehmen. Die AfD ist doch nicht vom Himmel gefallen. Wer über Rechtsaußen spricht, der darf doch über den Rassismus der sogenannten Mitte nicht schweigen. Und es waren doch die Sarrazins und die Seehofers und die Söders, die erst den roten Teppich ausgerollt haben für die AfD, die die Stimmung vergiftet haben, auf der die AfD aufbauen konnte, liebe Genossinnen und Genossen. Ein Innenminister, der sagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Wir werden die Einwanderung unserer Sozialsysteme bis zur letzten Patrone verhindern. Genau das sind doch die Stichwortgeber für die Rechten, liebe Genossinnen und Genossen, die solche Stimmungen schüren. Und deshalb brauchen wir breite gesellschaftliche Bündnisse in der Mobilisierung gegen Rechts. Wir brauchen Menschen, die auf die Straße gehen, weil der beste Verfassungsschutz sind immer noch die Menschen, die tagtäglich auf die Straße gehen und sich den Rechten und den Nazis in den Weg stellen, liebe Genossinnen und Genossen. Denn die Geschichte des NSU hat gezeigt, dass die Sicherheitsbehörden eben auf die kein Verlass ist im Kampf gegen Rechts. Ganz im Gegenteil, gerade der Verfassungsschutz ist ein Teil des Problems und nicht der Lösung. Deswegen muss er auch aufgelöst werden, weil Geheimdienste in einer Demokratie nicht zu suchen haben, liebe Genossinnen und Genossen. Ein letztes. Wir erleben gerade eine Debatte über die Frage von Aufrüstung und höheren Militärausgaben. Wir als Linke lehnen das ab, weil Konflikte nie mit den Mitteln gelöst werden, mit denen sie erst geschaffen wurden. In den Konflikten der letzten Jahre war die NATO Teil des Problems und nicht der Lösung. Und es ist auch geradezu absurd, dass man darüber diskutiert, den Bundesverteidigungshaushalt zu erhöhen. Es ist doch absurd, dass die deutsche Bundesregierung Waffen nach Saudi-Arabien liefert, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und jetzt hat man nach der Ermordung von Khashoggi diese Waffenexporte für ein paar Monate ausgesetzt. Klar, vorher konnte ja keiner wissen, dass in Saudi-Arabien Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Also in dem Land, wo Frauen keine Rechte haben, wo es öffentliche Enthauptungen gibt, wo man jetzt alleine aufgrund des öffentlichen Drucks gesagt hat, setzen wir es mal einen Moment aus. Aber solche Länder dürfen doch nicht mit Waffen beliefert werden. Saudi-Arabien führt einen Krieg gegen den Jemen. Und deswegen muss doch Schluss sein mit den Waffenexporten nach Saudi-Arabien und nicht für weitere zwei Wochen, sondern dauerhaft, liebe Genossinnen und Genossen. Und gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit Menschen wie Erdogan. Es kann doch nicht sein, dass man in der Türkei
dass man in der Türkei einen Partner sieht, Erdogan stützt und mit Waffen beliefert, der einen Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden führt und der die Opposition gerade inhaftiert. Wir sagen ganz deutlich, wir sind solidarisch mit allen demokratischen Kräften in der Türkei. Wir sind solidarisch mit den Genossinnen und Genossen der HDP und mit denen, die sich für Freiheit in der Türkei und gegen Krieg einsetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir leben in einem perversen Wirtschaftssystem. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, wo 8 Menschen so viel besitzen wie 3,5 Milliarden Menschen. Wir leben in einer Welt, in der Banken und Versicherungen mit Nahrungsmitteln spekulieren, während andere verhungern. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der die einen mit Wohnraum spekulieren und andere kein Dach über dem Kopf haben. Und ich bin der Überzeugung, eine wirklich demokratische Gesellschaft lässt sich nicht erreichen, ohne die Eigentumsverhältnisse grundlegend zu ändern. Und deshalb ist die Linke zu Recht auch eine antikapitalistische Partei, weil wir dieses Wirtschaftssystem, das über Leichen geht, überwinden wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt wird uns ja immer vorgeworfen, dass unsere Forderungen ja total unrealistisch seien. Und zugegeben, bei der einen oder anderen Forderung erscheint das vielleicht so, aber wo stünden wir denn heute in der Geschichte, wenn Menschen immer nur für das gekämpft hätten, was unmittelbar realistisch und durchsetzbar erschienen wird? Also Frauenwahlrecht hätten wir heute auch noch nicht. Völlig unrealistisch. Wir hätten viele Errungenschaften, viele Rechte, die es heute gibt, die wurden erkämpft, obwohl sie mal als vollkommen utopisch, als vollkommen unrealistisch und nicht durchsetzbar erschienen sind. Und nichtsdestotrotz gelang es Menschen immer wieder, Gesellschaften in einer Art und Weise zu verändern, wie es vorher unmöglich schien. Und deshalb finde ich, wir sollten uns nicht davon abhalten und nicht entmutigen lassen, für eine Veränderung der Welt zu kämpfen, denn sie braucht es. Und das ist möglich. Das haben die Kämpfe der früheren Zeiten auch gezeigt, dass es möglich ist, Gesellschaft zu verändern. Und deshalb, und damit möchte ich enden, auch meine Einladung, uns zu unterstützen bei der Europawahl. Aber noch viel wichtiger, im Tagtäglichen zu unterstützen, wo es gesellschaftliche Kämpfe gibt, zu helfen, eine Linke aufzubauen. Ich bin sicher, wir haben die Linke in Bayern hat noch Plätze frei. Auch hier gilt, es gibt keine Obergrenze. Also wer noch nicht Mitglied ist, kann das gerne machen. Lasst uns dem Hass und der Hetze von rechts, die wir in Deutschland erleben und was wir in Europa erleben, lasst uns dem einen Pol der Hoffnung von links gegenüberstellen und lasst uns um eine Veränderung der Welt kämpfen. Vielen Dank.